Herzlich willkommen zu diesem Video Urheberrecht Medien im Internet. Ich gehe hier in diesem Video der Frage nach, was ist erlaubt und was sind sogenannte gemeinfreie und auf der anderen Seite auch, was sind sogenannte Creative Commons Lizenzen. Ich möchte hier jetzt mit einer kleinen Geschichte anfangen. Wir sehen hier als erstes mal den kleinen Fritz, der eine Webseite basteln möchte und dazu ein Foto sucht. Im nächsten Schritt wird er dann dazu übergehen, sich ein Foto zu suchen. Wo sucht er dieses Foto? Er sucht dieses Foto im Internet mit Hilfe einer bekannten Suchmaschine. Er kopiert sich dann dieses Foto und gibt es dann in seine Suchmaschine herein. Und was sehen wir dann im nächsten Bild? Wir sehen im nächsten Bild, der arme Fritz hat dann Kontakt mit einem Polizisten, der ihm dann sagt, du hast das Foto gestohlen, der Urheber hat dir nicht erlaubt, es zu veröffentlichen. Und der arme Fritz denkt schon daran, dass er bald im Gefängnis sitzen wird. Es kommt dann etwas anders. Der kleine Fritz muss dann Geld zahlen an den Urheber, also denjenigen, der dieses Foto gemacht hat. Denn derjenige verlangt jetzt von ihm Lizenzgebühren, damit er dieses Foto veröffentlichen darf. Im schlimmsten Fall könnte er dann ja auch noch von ihm Geld verlangen, dafür, dass er das bis jetzt schon gemacht hat. Das heißt, er muss dann letztlich eine Strafe dafür zahlen. Dem kleinen Fritz gefällt das natürlich nicht. Und er denkt sich, ich möchte keine Lizenzgebühren dafür zahlen, dass ich dieses Foto verwenden darf. Und dann kommt dann der kleine Paul zu ihm und er sagt ihm dann, verwende doch gemeinfreie Fotos oder welche mit der Creative Commons Lizenz. Und dann erkennt dann Fritz nach Informationen durch diesen Paul, dass man Medien mit Creative Commons Lizenz zum Beispiel auch kostenlos verwenden kann, wenn man bestimmte Bedingungen einhält. Zum Beispiel unter anderem den Namen des Urhebers, der Urheberin nennt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was Fritz alles über diese Creative Commons Lizenz und auch andere Formen dann und überhaupt über das Urheberrecht gelernt hat. Nun schauen wir uns also an, was wir wissen könnten zur Verwendung von Medien und zur Nutzung im Urheberrecht. Als erstes gehen wir auf das Urheberrecht ein. Beim Urheberrecht können wir darauf hinweisen, dass der Eigentum und der Besitz sich zum Beispiel auch auf Gegenstände, auf Geld beziehen kann, aber auch auf Ideen und Medien, wie wir das jetzt hier uns speziell anschauen wollen. Das heißt Medien wie zum Beispiel Bilder, Musik, Videos und Texte. Im Eigentum, wer ist der Eigentümer so einer Mediendatei? Das sind die Eigentümer, die Besitzer, in der Regel auch die Urheber, also diejenigen, die dieses Bild oder dieses Musikstück oder dieses Video oder diesen Text eben dann geschrieben haben. Und die Rechte an den Medien können dann von den Eigentümerinnen und Eigentümern dann eingeschränkt werden. Das heißt, sie können dann zum Beispiel auch sagen, dass sie dann es anderen verbieten, dieses Bild zum Beispiel dann zu verwenden. Oder sie können auch anderen erlauben, dass sie dieses Bild dann veröffentlichen, aber mit Einschränkungen. Und solche Einschränkungen werden dann zusammengefasst und werden dann als Lizenzen bezeichnet. Es gibt viele verschiedene Lizenzen, hier nur ein paar. Eine bekannte Lizenz ist die sogenannte gemeinfreie Lizenz. Im englischsprachigen Bereich wird das auch als Public Domain bezeichnet. Und wann ist jetzt etwas als gemeinfrei verfügbar, verwendbar? Wenn der Urheber schon 70 Jahre verstorben ist. Und wenn das dann der Fall ist, kann, wenn dieses Medium dann als gemeinfrei veröffentlicht wurde letztlich, kann man dann mitmachen, mehr oder weniger, was man will. Oder eine weitere Möglichkeit, wahrscheinlich etwas erfreulicher, man muss nicht 70 Jahre warten, bis dieser Urheber, also der dieses Bild zum Beispiel gemacht hat, gestorben ist, sondern es kann auch der Fall eintreten, dass ein Urheber von sich aus sagt, ich erlaube alle anderen Menschen, dass sie meine Datei, mein Musikstück zum Beispiel, frei verwenden dürfen. Sie müssen nicht meinen Namen dazu schreiben, sie können wirklich damit machen, was sie wollen. Das heißt, wenn du draußen im Internet dann ein Medium findest, einen Text findest, der gemeinfrei veröffentlicht wurde, kannst du damit tatsächlich alles machen, was du willst. Eine andere Lizenzform ist die sogenannte Creative Commons Lizenz, die werden wir uns noch später genauer anschauen. Das ist auch eine Lizenz, wo man auch etwas damit machen kann, nämlich mit dem entsprechenden Medium, mit dem Bild, der Musik oder einem Text, aber man hat gewisse Einschränkungen zu beachten. Wozu dient es dieses Urheberrecht noch? Dieses Urheberrecht ist an und für sich dafür gedacht, dass das Eigentum der Menschen geschützt wird und dass der Eigentümer, die Eigentümerin darüber bestimmen darf,
in welcher Art und Weise dann die Sache, die sie selber eben dann erfunden hat, produziert hat, dann auch verwenden darf. So kann zum Beispiel der Eigentümer darüber entscheiden, ob er eben sagt, okay, ich verbiete, dass mein Medium, mein Bild zum Beispiel oder mein Video kopiert werden darf. Und das wird durch die Gesetze eben geschützt. Das heißt, der Eigentümer hat die Möglichkeit dazu. Wie wird das gemacht? Mit Hilfe dieser Gesetze sollen eben die Verletzung der Rechte eben verhindert werden. Und falls es zu einer Verletzung der Rechte des Eigentümers kommt, kann es zu Strafen kommen, wie zum Beispiel Zahlungen oder im schlimmsten Fall eben dann auch eine Gefängnisstrafe. Dabei sollte man aber beachten, dass es in den verschiedenen Staaten auf unserer Erde auch natürlich unterschiedliche Gesetze gibt und dementsprechend auch unterschiedliche Urheberrechtsgesetze. Und darüber hinaus gibt es dann auch unterschiedliche Schutzfristen. Schutzfristen legen jetzt dann fest, wie lange es zum Beispiel dauert, bis eine Datei, also ein Video zum Beispiel oder eine Musikdatei, tatsächlich gemeinfrei wird. Also diese Frist hier von 70 Jahren gilt in den meisten europäischen Ländern. Es muss aber nicht der Fall sein. Und darüber hinaus kann es dann auch der Fall sein, natürlich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass der Eigentümer sagt, okay, mein Foto zum Beispiel veröffentliche ich unter bestimmten Bedingungen und dazu verwendet man eben die vorhin angesprochene Lizenz. Man kann dann zum Beispiel sagen, gut, jeder kann mein Bild verwenden, aber man muss jedes Mal, wenn man ein Bild verwendet, muss man darauf hinweisen, wer jetzt der Urheber dieses Bildes ist, also wer dieses Bild dann erzeugt hat. Kommen wir jetzt zur Verwendung solcher Medien. Da können wir sicherlich nochmal darauf hinweisen, dass beim Urheberrecht immer darauf geachtet werden muss, in welcher Form wird ein Medium zum Beispiel veröffentlicht, welche Lizenz wird hier verwendet. Man sollte generell, wenn man so ein Medium verwendet, also ein Bild irgendwo findet, sollte man immer darauf achten, dass eben die Lizenz genau angegeben ist. Das heißt, man sollte kein Medium verwenden, kein Bild verwenden, kein Video verwenden, wenn man keine ausdrückliche Erlaubnis hat. Das heißt, wenn auf einer Webseite nicht steht, dass man dieses Foto auch dann selber dann auf seiner eigenen Webseite verwenden kann oder in eine Musik wieder einbauen möchte, dann muss man davon absehen. Man braucht also eine ausdrückliche Erlaubnis des Eigentümers oder eben der Gesetze, dass dieses Bild eben dann gemeinfrei ist, dass man das dann verwenden darf. Man darf es nicht verwenden, wenn diese Erlaubnis nicht vorliegt. Man darf also nicht kopieren, es gibt Hersteller ein Kopierverbot und ich darf dann auch nicht dieses Bild, das ich irgendwo gefunden habe, wenn es mir nicht erlaubt ist, irgendwo hinaufladen, zum Beispiel auf einem Videoportal oder es in einer Tauschbörse anderen Menschen zur Verfügung stellen. Verwenden darf ich es nur mit der Zustimmung des Eigentümers. Und die sollte bestens in irgendeiner schriftlichen Form vorliegen, sei es auf der Webseite, auf der dieses Bild eben dann ursprünglich vom Urheber veröffentlicht wurde. Darüber hinaus gibt es auch das Recht am eigenen Bild. Was ist das jetzt? Da geht es jetzt darum, dass man einen Menschen, zum Beispiel in Form eines Fotos, nicht in einer Situation darstellen darf, wo die Situation für den jeweiligen Menschen dann zum Beispiel peinlich ist. Ja? Das heißt, wenn jemand sich gerade blamiert hat, darf man nicht ein Foto von diesem Menschen machen und diesen Menschen dann auch noch in der Öffentlichkeit, im Internet dann, über Facebook zum Beispiel noch weiter dann in irgendeiner Form dann blamieren. Was heißt das jetzt tatsächlich? Wir haben schon darauf hingewiesen, dass man Lizenzen verwenden soll und da gibt es speziell eben diese CC-Lizenz, diese Creative Commons-Lizenz, die man verwenden sollte oder überhaupt gleich gemeinfreie Medien. Die werden dann unter einer Public Domain Lizenz veröffentlicht, werden als gemeinfrei bezeichnet oder in einer speziellen Form der Creative Commons Lizenz nennt man dann die CC0 Lizenz. Das heißt, wenn du im Internet dann ein Foto findest, das veröffentlicht wurde jetzt entweder als Public Domain oder mit der CC0 Lizenz, dann kannst du im Prinzip mehr oder weniger machen mit dem Medium, was du willst. Wenn es unter einer normalen CC-Lizenz veröffentlicht, das heißt nicht unter einer CC0, sondern unter einer normalen CC-Lizenz, dann ist die Verwendung auch kostenlos, aber du musst halt bestimmte Bedingungen einhalten. Wie diese Bedingungen ausschauen könnten, das werden wir uns dann später dann gleich anschauen. Das heißt, wenn du ein Medium, ein Foto, ein Video von einer anderen Webseite verwendest, dann musst du bei der Quellenangabe, das heißt bei der Angabe, woher du das Foto hast, Folgendes beachten. Du musst einmal den Namen des Urhebers in der Regel angeben. Also wer dieses Foto gemacht hat, wer es veröffentlicht hat, dann solltest du die Internetadresse angeben, bei der du dieses Foto gefunden hast.
Und dann gibst du auch noch den Datum des Zugriffs an. Was versteht man darunter? Das ist dann praktisch der Tag, an dem du dieses Foto auf dieser Webseite mit dieser Internetadresse gefunden hast. Warum sollte man das Datum angeben? Weil sich natürlich auch Webseiten verändern können. Und dann ist es natürlich dann hilfreich zu sagen, ich habe dieses Foto an diesem Tag auf der und der Adresse gefunden. Und weiters ist es natürlich notwendig, die Art der Lizenz anzugeben. Denn wenn ein Foto als gemeinfrei oder Public Domain oder CC0 Lizenz veröffentlicht wurde, dann kann ich dann so nachweisen, dass ich dieses Bild zu Recht übernommen habe und es ist dann auch an dem Tag auf dieser einen Webseite dann gestanden. Dann sollte man einen weiteren Hinweis noch ernst nehmen, nämlich Abmahnung. Das heißt, wenn man eine Mahnung bekommt von einer Firma zum Beispiel, die sagen, dass ihnen das Bild gehört, das du veröffentlichen möchtest, und die mit einer Klage drohen und mit Zahlungen drohen, sollte man das nicht einfach dann ignorieren, sondern sich dann gleich informieren bei bestimmten Adressen. In Österreich wäre das zum Beispiel www.ombudsmann.at oder über www.saferinternet.at. In Deutschland gibt es dementsprechende Adressen natürlich auch, in der Schweiz auch. Man sollte sich dort informieren, okay, ist es jetzt eine ernstzunehmende Drohung und was kann ich machen, wenn ich da wirklich ein Gesetz gebrochen habe? Welcher Weg ist da am besten? Hier unten siehst du zum Beispiel jetzt einen Verweis auf Grafiken, die ich jetzt hier auf dieser Seite hier jetzt gerade verwendet habe. Die Grafiksoftware Piraty, veröffentlicht von diesem Benutzer hier. Die wurde als gemeinfrei veröffentlicht. Ich kann im Prinzip damit machen, was ich möchte. Und das war dann am 13.01.2016, wie ich das gefunden habe, unter dieser Adresse hier. Nun schauen wir uns das noch etwas genauer an, diese Verwendung und Nutzung von Medien im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Nicht zulässig ist es im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, dass du eine DVD zum Beispiel oder überhaupt einen Datenträger vervielfältigst, kopierst, wenn erkennbar ist, dass da ein Kopierschutz drauf ist. Das heißt, wenn du ein spezielles Programm verwenden musst, damit du das kopieren kannst, diese Video-DVD, dann ist das für sich genommen schon illegal. Allein schon die Nutzung einer Software, die solche illegalen Kopien anfertigen kann, sprich den Kopierschutz knacken kann, ist illegal und ist strafbar. Dann geht es um die Weitergabe urheberrechtlich geschützter Medien. Ist einmal auf jeden Fall verboten, wenn der Urheber und der Rechteinhaber dem nicht zustimmen. Also wenn da draufsteht, darf nicht kopiert werden, dann ist es auch nur für sich klar. Man darf aber auch nicht Teile nur daraus nehmen, also auch nicht ein Bild, ein Foto nehmen und dann nur Teile daraus entnehmen. Auch das ist strafbar. Man darf auch nicht jetzt einen Song zum Beispiel verfremden, damit eh keiner merkt, dass das irgendwie dann du nicht selber gemacht hast. Das ist auch verboten. Und auch ist es verboten, eine Software, die du hast, im Freundeskreis dann zu teilen und zu sagen, schau, installiere du jetzt auch die Software, ist doch praktisch, dann musst du nicht zu viel zahlen, ist verboten. Ebenfalls ist es verboten, CDs, die man gekauft hat, legal gekauft hat, in einem größeren öffentlichen Bereich zu zeigen. Also man kann sich da nicht jetzt auf einen Rathausplatz stellen und dann den CD-Player starten und dann die ganze Stadt, sage ich jetzt einmal, die für diesen Platz sich bewegt, dann mit Musik zu versorgen. Ebenfalls verboten ist es hier jetzt dann solche urheberrechtlich geschützten Musik zum Beispiel auch oder was auch immer über YouTube zu verbreiten, das heißt über Videoportale. Und generell gilt natürlich auch, dass man genau schauen sollte, ist jetzt eine Sache urheberrechtlich geschützt. Das kann zum Beispiel auch Karten betreffen, inklusive der GPS-Daten, also Landkarten, Grafiken, also alle Formen von Medien können urheberrechtlich geschützt sein. Wo der Eigentümer sagt, nein, das möchte ich nicht, dass veröffentlicht wird. Und das betrifft dann die Zur-Verfügung-Stellung für andere in einem Blog, aber natürlich auch in File-Sharing-Tauschbörsen. Wenn du solche Dateien dann zum Tausch anderen anbietest, ist das strafbar. Ähnlich muss natürlich hervorgehoben werden, dass wenn man leicht erkennen, dass Medien illegal sind, dürfen sie überhaupt nicht verwendet werden. Das heißt, wenn du erkennst, dass ein Video zum Beispiel auf YouTube illegal dort hinaufgeladen wurde, darfst du das auch nicht verwenden. Ähnliches gilt hier für diese Musik in File-Sharing-Börsen, bestimmte Zitate und Sprüche, die irgendjemand dann geklaut hat. Also da musst du davon Abstand nehmen. Das gilt natürlich dann auch erst recht davon, wenn du solche illegalen Medieninhalte dann auf deiner eigenen Webseite einbringst, aber auch in Profile wie Facebook. Da gab es in diesem Zusammenhang schon zahlreiche Klagen und hohe Strafzahlungen.
Darüber hinaus ist dann hier der Verweis wieder auf die Verletzung berechtigter Interessen. Das wird vorhin schon erwähnt, dieses Recht am eigenen Bild. Also man darf niemanden dann fotografieren. Wenn sich jemand in einer peinlichen Situation befindet und das dann allen anderen dann übers Internet dann zum Beispiel zur Verfügung stellt. Wie hier dieser Panda-Bär, der auch schon rot anläuft. Das wäre bei einem Menschen nicht richtig und wäre strafbar. Was ist jetzt aber zulässig? Eine Privatkopie von einem Datenträger, einer CD ist zum Beispiel möglich, wenn darauf kein Kopierschutz ist. Wenn aber ein Kopierschutz da ist, wie wir es da vorhin besprochen haben, dann ist das verboten. Man darf auch eine Audio-CD, das heißt eine Musik-CD, die ich legal erworben habe, und wenn da kein Kopierschutz drauf ist, darf ich sie in MP3-Dateien umwandeln. Und darf sie dann über diese MP3 im MP3-Format mir dann anhören. Eine Sicherungskopie gilt bei der Software nicht, wie gesagt, für eine Software, die mit einem Kopierschutz geschützt ist. Das heißt, ein Spiel, das einen Kopierschutz hat, darf ich nicht vervielfältigen. Zulässig ist jetzt eine Weitergabe von einer CD im engsten Familienkreis. Also nicht weitschichtige Verwandtschaft darf ich diese Audio-CD nicht weitergeben, dass der sich die dann auch noch anhören kann. Der muss sie sich dann tatsächlich selber kaufen. Ich darf ebenfalls nicht illegale Inhalte natürlich schon auf meiner Webseite dann veröffentlichen. Auch YouTube-Videos, die mir legal erscheinen, die darf ich auch einbetten, wenn nichts anderes rechtlich dort angemerkt wird. Dann darf ich nur bei Zustimmung natürlich das Ganze machen, wenn ich die Zustimmung der Rechteinhaber, der Urheber habe. Eine Vorführung im privaten Bereich kann ich machen, wenn der Kreis wirklich privat ist, also klein ist. Ich kann also nicht öffentlich dazu aufrufen, dass dann alle zu mir in den Garten kommen und über einen Beamer dann einen DVD zum Beispiel anschauen. Also ein wirklich privater Kreis, Filmabend ist dann möglich, ein wirklich sehr, sehr enger Freundeskreis. Ich kann ebenfalls Fotos auf öffentlichen Plätzen machen. Zumindest in Österreich ist das der Fall. Man darf wiederum nicht Menschen in peinlichen Situationen darstellen. In manchen Ländern geht es dann sogar so weit, dass die sagen, okay, Abbildungen von kulturellen Sehenswürdigkeiten, da kann das dann auch schon problematisch sein. Das dürfte man dann auch nicht machen. Welche Schlussfolgerungen haben wir jetzt dann aus diesen erwähnten Hinweisen von mir? Man muss auf die Lizenz achten, unter denen man ein Medium nutzen möchte. Ein Foto zum Beispiel auf diese Nutzungsbedingungen. Und man sollte eben die Creative Commons Lizenz verwenden, wo eben dann diese Weitergabe und Nutzung von Medien unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Es gibt auch sehr viele dieser Medien unter dieser Creative Commons Lizenz, da werde ich in mehreren anderen Videos noch darauf eingehen, wo man die findet. Und wenn man natürlich eine gemeinfreie Lizenz bei einem Foto zum Beispiel findet, dann ist es natürlich besonders praktisch, wenn man dann mehr oder weniger machen kann, was man möchte mit dem Medium. Und gemeinfrei ist, wie gesagt, etwas, wenn der Urheber mehr als 70 Jahre tot ist oder wenn der Urheber natürlich noch zu seinen Lebzeiten ein Werk als gemeinfrei veröffentlicht haben, damit also sagt, ja, ich verzichte auf alle Rechte. Und das nennt man dann, dieses gemeinfrei nennt man unter anderem auch immer im englischsprachigen Bereich öfter als Public Domain. Oder es wird dann auch manchmal mit einer CC0 Creative Commons Lizenz bezeichnet. Jetzt schauen wir uns an die sogenannte Creative Commons Lizenz. Und da steht CC für Creative Commons. Und dieses CC bezieht sich auf eine Lizenz. Das heißt, ich bekomme das Recht dann, wenn ein Foto zum Beispiel unter dieser Lizenz veröffentlicht wird und ich es nutzen möchte, bekomme ich das Recht auf die Nutzung, die Verarbeitung und die Verwertung dann dieses Fotos zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Texte oder Audios oder Videos, die ich unter dieser Creative Commons Lizenz nutzen kann oder auch selber veröffentlichen kann. Es gibt da mehrere Bausteine, mehrere Arten von solchen Creative Commons Lizenzen, die schauen wir uns jetzt an. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, hier Medien zu veröffentlichen unter bestimmten Bedingungen. Das wäre dann zum Beispiel, dass man den Namen nennen muss, desjenigen, der dieses Foto zum Beispiel veröffentlicht hat. In einer Lizenz werden dann diese Nutzungsrechte genauer festgelegt und die rechtliche Unsicherheit wird jetzt dann für alle Beteiligten weniger groß, weil man genau weiß, welche Bedingungen ich einhalten muss, damit ich dann dieses Foto zum Beispiel verwenden darf. Man muss jetzt hier aufpassen, CC-Lizenzen sind nicht gemeinfrei, weil man ja keine vollkommen freie Verwendung hat. Man muss ja bestimmte Bedingungen einhalten. Bei gemeinfreien Fotos zum Beispiel kann ich wirklich damit machen, was ich möchte. Es gibt hier mehrere Arten von Creative Commons Lizenz. Wenn hier bei einem Foto BY dabei steht, by, dann bedeutet das, dass man den Namen des Urhebers nennen muss, also desjenigen, der dieses Foto gemacht hat.
Und dieser Name des Urhebers muss an und für sich bei jeder Creative Commons Lizenz genannt werden. Dann gibt es die Einschränkung, dass jemand zum Beispiel sagt, wenn er sein Foto veröffentlicht, ja, ihr dürft es verwenden, aber nicht kommerziell. Das heißt, wenn ihr damit Geld verdienen wollt oder auch nur zum Selbstkostenpreis, eben einen bestimmten Geldbetrag verlangt, dann ist das verboten. Man darf wirklich kein Geld damit dann verlangen, wenn hier NC dabei steht, Non-Commercial, dann darf man dieses Bild nicht im Zusammenhang mit dem Verdienen von Geld verwenden. Dann ND, hier bedeutet nur Derivatives. Das bedeutet, dass eine Veränderung nicht erlaubt ist. Das heißt, keine Abänderung, keine Kürzung. Man darf nicht nur Teile daraus sich rausschneiden und dann für was anderes verwenden. Man darf es also nicht bearbeiten. Und dann gibt es noch eine weitere, SA, Share Alike. Und das bedeutet, dass man, wenn man ein Bild zum Beispiel jetzt verwendet von jemandem, der dieses unter SA-Einschränkung praktisch veröffentlicht hat, dann muss ich selber mein Werk, das dieses Werk von dem anderen enthält, unter derselben Bedingung, unter derselben Lizenz dann wieder weiterverwenden. Jetzt habe ich hier mögliche Lizenzbeispiele angeführt. Zum Beispiel die einfachste wäre der CC steht für Creative Commons, nur das BY, dass man den Namen nennt. Dann dieses BY BY und NC, dass man den Namen nennt. Dieses Stück aber dann nicht kommerziell, dieses Foto, das man nicht kommerziell verwenden darf, also kein Geld dafür verwenden darf. Dann gibt es die Namensnennung, dieses CC, BY, wieder Namensnennung, und SA, also die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Das heißt, man darf die Lizenz nicht verändern, also jeder muss dann genau diese Lizenz dann hier verwenden, wenn er, ein Foto zum Beispiel von jemandem verwendet. Dann kann man hier Namensnennung ist notwendig, aber keine Bearbeitung ist erlaubt. Das heißt, ich muss das Foto genauso lassen, wie es ist, ich darf es nicht weiter bearbeiten. Dann hier BYNCND, ich muss wieder den Namen nennen, es darf nicht in irgendeiner Form damit Geld verdient werden und ist auch keine Bearbeitung erlaubt. Dann haben wir hier CCBYNC-SA, das heißt, ich muss wiederum den Namen nennen, ich darf kein Geld dabei verdienen und ich muss es dann unter der gleichen Bedingung weitergeben, also es darf sich also die Lizenz nicht verändern. Damit man sich besser vorstellen kann, was ich da jetzt schreiben muss, wenn ich diese Lizenz eben dann, eine Creative Commons Lizenz verwende, habe ich hier einen typischen Aufbau hineingegeben. Ich muss am Anfang an und für sich immer die Medienart angeben, also wie hier zum Beispiel Grafik, veröffentlicht von, das wäre hier dieser Nutzer, der hat dieses Grafik mit dem Titel Pfarrkirche Katzler veröffentlicht, mit einer bestimmten Lizenz und in dem Fall als gemeinfrei. Hier hat man eine andere Lizenz, das wäre so eine Creative Commons Lizenz, BY-NC-SA. Und dann geht es weiter, online im Internet, muss man das Datum angeben, wo man sich erst einmal dieses Bild eben sich zum Beispiel angeschaut hat, unter dieser Adresse. Weitere Informationen zu Creative Commons findet man vor allem natürlich hier unter dieser Adresse, aber auch dann gibt es hier die Möglichkeit, unter dieser Adresse dann zum Beispiel eine bestimmte Webseite zu nutzen, wo man dann Tipps bekommt, wie man besser dann seine eigenen Medien, wie zum Beispiel ein Foto oder auch ein Video, veröffentlichen kann. Jetzt hier nochmal ein praktisches Beispiel. Wir haben hier eine Seite bei Pixabay. Das ist eine Seite, wo man freie Software sich dann herunterladen kann. Da haben wir hier oben diese Adresse. Das ist also die Internetadresse und auch die Bezeichnung des Bildes haben wir hier gleich. Hier Blüte-Blume-Gelb-Nahaufnahme und dann noch eine Nummer. Und hier habe ich dann den Urheber und den Benutzernamen. Und hier habe ich die Lizenzbedingungen. Unten habe ich das dann wiederum angegeben. Also wieder den Medientyp. Ich habe hier eine Grafik. Dann habe ich hier diesen Titel dann dieses Mediums. Veröffentlicht von diesem entsprechenden Benutzer. Das habe ich hier gefunden auf der Webseite. Unter der CC-Lizenz C0. Als Public Domain oder beziehungsweise gemeinfrei. Online im Internet am 14. Jänner 2016 unter dieser Adresse. Ja, hier zum Schluss noch meines Videos ein Verweis auf Fotos, Bilder, die ich da selber verwendet habe, jetzt hier in diesem Video oder in dieser Präsentation. Und zum Schluss noch ein Verweis auf weiterführende Webseiten. Und ich hoffe dir, mit meinem Video geholfen zu haben, dass du dich besser zurechtfindest im Zusammenhang mit Urheberrecht, was darf ich machen mit Medien und welche Möglichkeit ich dann auch habe, jetzt eben wirklich auf der sicheren Seite zu sein, indem du eben gemeinfreie Medien verwendest, beziehungsweise Creative Commons Medien verwendest. Ich hoffe, du hast davon profitiert.